Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Zomb Raider mit der Sandy. Hallo. Hallo auf dem Minecraft Project Ozone 3 Server. Und wir stehen hier vor unserer Monsterfalle, Mob Farm. Genau, wie ihr sehen könnt, ist die ganz einfach zu bauen. Ja. Jetzt warte mal, wie viele Blöcke breit? Die ist 4 Blöcke breit. Wie viele Blöcke hoch? Warte mal, 2. 4, 6 Blöcke hoch. Und wie ihr sehen könnt, müssen 2 Blöcke, die Plattform, wo die Mobs drauf spawnen, 2 Blöcke hoch sein. Und oben auch noch 3 Blöcke runter und dann Slabs dran. Und so habt ihr eine Monsterfalle. Also es ist jetzt keine automatische, die kommen erst später bei uns in den Videos. Die machen wir auch noch. Es gibt ja 2 verschiedene automatische. Es gibt ja immer die Minecraft Vanille automatische Mobfalle. Und dann noch die, wo wir bestimmte Items brauchen, die wir herstellen müssen, craften müssen. Gibt's auch noch. Ja, wir sind da sogar noch da. Ich würde da ganz einfach hier hauen, dann würde ich eben mal hin und her rennen. Obwohl ganz zu zweit ist, kann man mal hin und her schlagen. Ja, wie bei Pong. Ja, also wie gesagt, ganz easy. Wie wir sehen können, haben wir schon einen Wasserschädel, aber den hier rückt noch in weite Ferne. Es fehlen ja eh noch 2. So. Ja, genau. Ja, also kommen wir mal hier hinter, da haben wir ein Sortiersystem, was auch automatisch die Items einsammeln sollte. Das ist nicht 20 rein Items so. Zum Beispiel die Lootpacks sammelt er nicht wirklich ein, das ist anscheinend verbuggt. Also manchmal sammelt er die, manchmal nicht. Und dann müssen wir die hier reinbauen uns und wieder rausholen, die Lootpacks. Ja, und jetzt zeigt euch Spooky, wie man ein Item Barrel baut. Da müssen wir, achso, wir haben hier hinten ja kein Crafting Table. Machen wir, gehen wir hier vor. Ja, genau. Ja, die Item Barrels, genau. Das sind quasi das hier, wo die Bilder hier drauf sind. Genau. Und das craften wir jetzt quasi. Geben wir unten Item Barrel an. Gibt es hier verschiedene, aber warte, wir holen ich das mal die Materialien. Von Jabba. Jabba da hat, ne, war das, oder? Von Jabba? Weiß ich jetzt gar nicht. Item Barrel, wie hast du doch gesehen, wie die aussehen? Ja, es gibt 2. Ja, die sehen aber nicht gleich aus. Ja, die sehen aber auch anders aus, wie da hinten, wie sie aufgebaut sind. Von Jabba, genau. Und die anderen sehen ganz anders aus. Ja, dann brauchen wir hier das Plank. Naja, das hier brauchen wir. Habt ihr Holz zugebaut, ne? Ja. Das du am besten baust doch mal einer zur Demonstration, hast du? Nee. Das ist aber nicht das. Das ist das von Jabba. Ja, genau. Aber dafür brauche ich ja ganz anderes Material. Ich brauche ja Papier. Nein. Doch. Nein. Ach nee, da unten auch? Ist ja auch noch. Achso, da oben. Ja, ich habe nur oben das gesehen. Unten, das ist auch noch da. So, dann können wir das hier bauen. Das Item Barrel. Habt ihr gesehen, man braucht dann quasi Loks und, also 7 Loks und ein Slab. Und kann das dann bauen da. Und dann hat man dieses Item Barrel hier. Genau, brauchst du jetzt nicht anbauen, denke mal, aber ja, kannst du jetzt nur hinstellen, daneben rein, wo das Hühnerfleisch ist, ranmachen. Oh, war ja. Hast du die Truhe angebaut? Stell sie mal neben, wo das Genau, so, jetzt ist das mit den anderen connected, das ist das User. Jetzt erklären wir euch, wie man das automatisiert. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist hier ein Item Barrel Connector und ein Advanced Item Collector. Den zeigt euch Spooky jetzt, wie man die craftet. Gibt dir mal die ganzen Mets, die ich eben geholt habe. Ja. Die brauchst du alle dafür. Und am besten fängst du mit dem Advanced Item Controller an. Also mit dem normalen erstmal. Ja, genau. Musst du erstmal den normalen herstellen. Genau. Item Collector. Muss man da unten eingeben quasi. Ja, stimmt. Collector. Ich sag immer Collector. Controller. Und dann haben wir den da mit dem lilanen Kopf, den muss man zuerst bauen. Achso, du bist dafür im Tisch, ja? Dafür braucht man eine Enderpearl, Hopper und 3 Obsidian. Ich hab gar nichts davon. Hä? Ich hab doch gerade, du hast mir doch das Obsidian eben übergeschmissen. Ja. Wo ist denn das? Hast du das wieder in dem Kollektor. Ja, genau, ja. Okay. Warte, gibt's noch die Enderperle? Ah, stimmt, die brauche ich. Kommt da bestimmt auch gleich ein. Da liegt's doch. Zack, die habe ich. Ja, das ist jetzt der Item. Der Hopper fehlt noch. Den musst du herstellen. Habt ihr die Materialien gegeben? Ach so, okay.
Gut. Ja, ein Hopper. Ich wüsste ja wahrscheinlich, wie man den herstellt. Ja, dann brauchst du nicht so suchen. Aber den zeigst du ja, kannst ja zeigen, weil er baust. Ich habe kein Eisen. Ich habe dir Eisen gegeben. Das ist bestimmt hier in der Truhe gelandet. Ja, wahrscheinlich. Haben wir hier noch Orbe in ihre Truhe? Scheiß Collectors hier. Klauen mir alles. Warte mal, dann gehen wir mal weiter vor, da kommt dann nicht rein. Das ist der Nachteil, die sammeln wirklich, wenn du leere Truhen hast oder bestimmte Sachen in bestimmten Truhen, sammelt ihr automatisch ein. Ja. Und das ist der Nachteil, aber was soll's, besser als ja nicht. So, wie gesagt, da brauchen wir nicht weiter drauf einzugehen, es sind 5 Eisen und Oak Chest, also, oder eine Truhe eben. Ist ja Minecraft Vanilla, ganz normal, der Hopper. Okay, dann jetzt den Item Collector. Da für die Enderperle, den Hopper und die 3 Obsidian. Dann haben wir den und den können wir dann jetzt weiterverarbeiten zum Advanced Item Collector. Und dafür brauchen wir noch eine Redstone Fackel und 2 Glowstone Dust. Und eben den Item Collector an sich. Redstone Fackel habe ich jetzt auch nicht und Glowstone Dust auch nicht. Boah, Redstone hat er auch eingesammelt. Ja. Aber ist ja gefehlt, ne? Ja, hast du Glowstone Dust auch noch irgendwo? Hatte ich eigentlich auch geholt. Ja, der hat alles weggeholt, die Sau. 2 Stück. Eigentlich ist der Collector nur 10 Blöcke weit. Also hier ja, man kann den auch ein bisschen nämlich einstellen, wie weit die Range von ihm. Die müssen wir 10 Blöcke weit einstellen, weil die Mobbar ja, genau, groß genau. Ist. So. So, jetzt haben wir den Advanced Item Collector. So. Wunderbar. Jetzt, wie hieß das andere Ding nochmal? Connector, ne? Ne, jetzt musst du immer noch den Advanced Item Collector machen. Hast du hab nicht gemacht? Ja. Achso, genau, der heißt Item Barrel Connector. Item Barrel Connector, okay. Da ist das Ding. Ja, da müssen wir diese Plank. Teil, da brauche ich aber Papier, ne? Genau, habe ich dir gegeben. Papier. Ja, genau. 16 Stück kann man da herstellen. Diese Blank-Dinger, genau. Genau, für diese Blank-Barrel-Upgrades. Genau, war zwar noch da, aber er zeigt euch jetzt, wie man das mal, weil die genau. Braucht man immer mal. Indem man das so macht man das. Hier oben 3 Slabs, hier unten 3 Slabs. Papier und Chester. Pack doch in den Tisch. Achso, ich hab's ja schon gebaut. Achso, bist schon fertig. Ja, Item Connector. Und jetzt der Item Connector, so, jetzt ist ein Tisch. Oh, wie sieht denn das hier aus auf dem Tisch? Was ist denn das seitwärts? Warte mal. Ah, die Truhen. Leute, die sehen bei mir irgendwie komisch aus. Ja, bei mir auch, wie so 4 lila, schwarze Blöcke, ne? Genau. Und dann kriegt er den Item Barrel Connector. Okay, jetzt haben wir quasi alles, was wir für dieses Ding da brauchen. Ja, das Barrel haben wir ja schon. Ja, aber die kannst du jetzt hier reinmachen. Was an macht die, denn an die der Dinger hier? Genau eigentlich dieser Connector? Also der verbindet ja irgendwas. Der Connector verbindet die Truhen miteinander, alle Truhen miteinander. Stell mal hier nebenhin. Oder hier ran. Genau hier noch nebenhin. Und dann klickt man mit Rechtsklick auf den Connector, da siehst du, was drin ist. Ah, okay. Ah, ja. Und damit kannst du dann auch verschließen. Ja, und der geht auch jetzt auf Empty Blazes, wird er quasi jetzt automatisch füllen, wenn wir den Collector oben drauf setzen, ne? Wenn irgendwas droppt und dann verteilt er diesen Platz oder so automatisch. Genau. Okay, das machen wir dann nochmal. Genau, aber macht das mal wieder ab, weil sonst sammelt er immer die Sachen hier ein und sortiert die rein. Achso, das soll man gar nicht. Aber so platziert man den, genau. War schon richtig, hast du schon richtig gemacht, aber lass den mal ab. Sonst, wenn man hier Sachen fallen lassen, liegen die dann immer hier in den Kisten. Ne? Ja, stimmt. Okay, das war dann eigentlich so viel zu diesem Connector-System. Genau. Und mit dem automatischen sammelt er dann eben auch automatisch, wenn er diesen Controller da oben drauf macht. Genau. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben, weil wir Pause hatten und weil ich schon vorher die Aufnahme gestartet habe, weiß ich nicht genau. Nein, ach so. Können wir dann noch machen? Guck mal.
Dann zeigen wir mal. Ja, ich wollte sowieso noch ein bisschen was erzählen über den, ob mit der Mitspieler-Sache. Ja, mach mal. Weil wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen über die Insel, dann könnt ihr da gucken, was alles schon gebaut ist. Wir werden das nach und nach erklären. Mit der Mitspielersache, da weiß ich jetzt halt noch nicht genau, wie es geht. Ich kenne mich mit dem Minecraft-Server nicht so aus. Ich habe jetzt auch den Ark-Server gestartet, da kenne ich mich eben besser aus, da geht das auch recht flott. Aber bei Minecraft gibt es halt ein paar Probleme, die ich nicht weiß, wie ich sie lösen soll, gerade hinsichtlich dieser Mod, weil wir wollen ja, dass ihr eure eigene Insel bauen könnt, aber ihr würdet momentan auf unserer spawnen. Das Problem ist nur, ich könnte euren Spawn wahrscheinlich irgendwie versetzen, aber dann ist ja keine Insel da, weil ja nur diese Insel hier generiert wurde quasi für uns am Start, weil das quasi der Spawn ist und da würde ich halt mal gerne rausfinden, vielleicht weiß das auch jemand von euch und dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wie man es hinbekommt, dass hier auch mehrere Inseln generiert werden, also quasi wenn ein neuer Spieler jetzt dem Spiel joint, dass der automatisch auf einer eigenen Insel oder sowas ist, wo er dann machen kann, weil das wäre ja unser Ziel, bevor es überhaupt losgeht mit dem Mehrspieler, weil ansonsten wäre der alle auf unserer Insel und ich könnte, da könnte man zwar noch so machen, dass ich euch quasi per Admin-Befehl irgendwie wegporte oder so, aber das würde immer noch nicht das Problem lösen, dass keine andere Insel da ist. Also das würde ich mal gerne wissen, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt und ob ihr euch da auskennt. Das wäre natürlich super geil. Und dann kann es auch losgehen mit dem Multiplayer. Solange bleibt es jetzt erstmal noch hier im Dings. Und ich denke auch, wir werden nicht nur euch zeigen, wie ihr was craftet und baut, sondern auch gemeinsam mal Erkundungen mal gehen, irgendwann dann später, wenn wir quasi in den Nether reisen oder eben die anderen Dimensionen, die es hier gibt. Dann werden wir da auch mal so Let's Play-ähnliche Folgen machen und nicht nur Tutorial-Folgen. Aber erstmal wollten wir euch auch die Basics auch ein bisschen zeigen, die wir uns jetzt auch selber zum Teil beigebracht haben oder eben auch durch andere Videos klotzen. Nordlich ganz groß, da könnt ihr ja auch mal auf dem Channel vorbeigucken. Genau, liebe Grüße Tipps an dieser Stelle. Genau. Ja. Und vielleicht weiß er ja sogar was. Stimmt. Also da wird bitte Kommentare geben, vor allem wie man Cobbles so komprimieren kann, ohne in die Crafting Table reinzuziehen. Man muss zwar mit richtig den Crafting Table anklicken, aber man kann, wenn man auf Cobblestone geht, mit K den automatisch komprimieren. Das geht auch mit den, wie heißen sie? Ore Pieces. Was hast du gemacht? Ich hab dir einen Huhn übergeworfen. Lol. Arme Huhn. Warte mal. Das arme Huhn, wo ist es? Kuckuck. Kuckuck, ja. Ja, guck mal, Kuckuck. Hast du auch so einen. Oh. Ich will nicht, das ist ja eh weg. Lol. Wo ist denn der geblieben? Gute Frage. Ach, hier, Happen. Ah, okay. Das erklären wir euch auch noch, wie das geht. Boah, ich sehe nichts mehr, ich bring's jetzt in die schicken Farm. Alter, ich sehe nichts vor lauter Huhn. Ich sehe nichts. Huhn, mach dich mal nicht so breit auf meinem Gesicht, Mann. Ich würde mal sagen, beenden wir die Folge, das ist immer runtergefallen. Typisch. Ja, aber ich sehe die leider nicht beim Klettern, das ist das. Gibt auch eine andere Möglichkeit, Tiere zu transportieren, aber das ist total heiß. Ja. So. Oh. Tschüss. Jetzt ziehen wir nochmal die Rüstung aus. Da kommen wir auch später drauf, wie ihr Rüstung bekommt. Also diese hier, ich weiß nicht, mit dem Iron haben wir noch keinen Plan, wie man eine Iron-Rüstung macht. Das ist anscheinend komplizierter wie hier die Hardened-Style-Rüstung. Aber da ja, aber braucht Iron schon ist wahrscheinlich schlechter als Hardened-Style. Das gibt sie wahrscheinlich auch nicht in dem Modpack. Ja, genau. Also geben tut so Iron, aber die muss man irgendwie anders machen. Ja. Gut, dann beenden wir mal die Folge. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hoffen, wir konnten ein bisschen helfen mit den Tonproblemen. Da sind wir noch dran am Arbeiten. Sandy braucht wahrscheinlich auch ein neues Mikro. Und ja, deswegen verzeiht, wenn das jetzt alles noch nicht so gut ist. Die Videoqualität sollte jetzt eigentlich besser sein. Es sollte nicht mehr so lecken wie in der Folge 2. Es war auch komischerweise nur in Folge 2. Ich weiß nicht, was ich da für einen Fehler gemacht habe. Ob ich rein der irgendwie die FPS aus Versehen umgestellt habe. Aber eigentlich sollte das jetzt eigentlich, weil bei mir läuft es hier auch alles flüssig auf 60 FPS durchgehend. Ich habe jetzt einen FPS-Zähler hier, weil ich mit Shadowplay aufnehme. Und wie gesagt, mit den Tonproblemen, das wird noch ein bisschen dauern, aber dann wird das auch verbessert. Ja? Genau. Oder? Genau. Das war nur eine Folge als Ausnahme, die war natürlich nicht schön.
aber ja. Anders ging's nicht. Jetzt ja. Muss halt wieder flüssig laufen. Genau. Gut, dann sagen wir mal, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und die Füße schaut habt. Schaut aber beim nächsten Mal vorbei und guckt auch auf den Kanal von Spooky oder auf meinem Kanal vorbei. Genau. Ja, kommt ja drauf an, das Video kommt ja auf beiden Kanälen, das sind beide, glaube ich, verlinkt, ne? Ja, genau. Ist immer jeweils in der Infobox und so auch. Genau. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye. Ciao. I could do this all day, I could do this all night. Do this all night.